Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig und ich wünsche euch zu Beginn des Videos erstmal einen wunderschönen guten Morgen, ein schönes Ritual. Ihr könnt gerne wieder guten Morgen unten reinschreiben zur Begrüßung und dann legen wir auch schon los mit dem Thema. Und ihr seht's am Titel, ihr seht's am Thumbnail, Oliver Pocher hat jetzt ordentlich rausgehauen und wir haben ja alle so ein bisschen drauf gewartet, dass jetzt endlich auch diese Privatnachricht, diese Sprachnachricht von Björn an Oliver Pocher geleakt wird, ja, und er hat sie jetzt veröffentlicht, er hat die rausgehauen in seiner neuesten Bildschirmkontrolle und es geht auf jeden Fall ans Eingemachte, ja, Oliver Pocher haut ordentlich gegen Björn und Amira Pocher wieder raus, denn Amira Pocher ist ja immer automatisch mit drin, denn wenn das jetzt der vermeintlich neue Freund ist, ja, dann ist es auch immer noch so, ja, als Seitenhieb zu deuten in Richtung Amira, oder wie seht ihr das, ja, könnt ihr unten mal reinschreiben, wie ihr das so seht, ansonsten bleibe ich natürlich an der ganzen Geschichte hier auch dran, er hat schon weitere Bildschirmkontrollen angekündigt, also lasst gerne ein kostenloses Abo da. Und generell muss ich sagen, ich werde immer wieder gefragt, Mensch, findest du es nicht langsam too much? Das geht doch wirklich Richtung Mobbing, das ist nicht cool. Und warum feierst du den oder warum bist du eher pro Pocher? Also ich denke, ich habe es in den Videos ganz gut rüberbringen können, warum ich das Ganze mit Amira sehr kritisch gesehen habe. Es kommt um 12 Uhr auch ein Video zu Sebastian Panik und ihr, das hat es in sich. Und da gibt es wiederum ein neues Update, wo ich sage, so ganz einfach ist sie jetzt nicht, ja, und auch was da so im Hintergrund abgeht. Dann die ganzen Äußerungen in dem Podcast, wo sie über andere herzieht und wenn das jetzt andere über sie tun, gibt es dann gleich ein Anwaltschreiben. Ist halt auch so ein bisschen schwierig, dann diese plötzliche Trennung und auch ihre Art und Weise vor der Trennung in den Podcasts sehr teilweise abgehoben, wie sie dort rüberkam. Das war für mich nicht so sympathisch, deswegen bin ich eher pro Pocher und ich fand die Bildschirmkontrollen früher schon unterhaltsam und lustig und eigentlich auch wichtig und erklärt ja hier wiederum auch auf, dass der Björn durchaus da auch Sachen mal eins zu eins anscheinend übernimmt, ja, und er zeigt das da gut auf und von daher kann man ja auch darüber mal sprechen, ja, was da eigentlich so abgeht und von daher finde ich es wichtig und immer noch auch unterhaltsam und auch okay, ja, das so zu machen, wenn das jetzt die nächsten Monate so weitergeht, dann ist vielleicht irgendwann auch der Punkt getroffen, wo man mal sagen sollte, okay, nimm auch mal wieder andere Themen, ja, aber ich hoffe ja generell, dass er die Bildschirmkontrolle jetzt wieder regelmäßiger macht und da auch andere Themen dann vorhanden sein werden, aber gehen wir jetzt erstmal in die neueste Bildschirmkontrolle, ich bin gespannt auf eure Meinung zu dem ganzen Thema und ich werde natürlich auch noch ein Fazit für euch einsprechen zum Schluss, also bleibt dran. Guten Morgen, ihr Zuckernasen und herzlich willkommen zur ungeschminkten Wahrheit live aus dem Badezimmer. Guten Morgen, ihr Zuckernasen und herzlich willkommen zur ungeschminkten Wahrheit live aus dem Badezimmer. Ach, das gibt's schon. Guten Morgen, Zuckernasen und herzlich willkommen zur ungeschminkten Wahrheit live aus dem Badezimmer. Cool. Guten Morgen, ihr Zuckernasen und herzlich willkommen zur ungeschminkten Wahrheit live aus... Guten Abend, mein Lieblingsmensch. Hallo, Lieblingsmensch. Hallo, mein Lieblingsmensch. Hey, Jenke. Guten Abend, mein Lieblingsmensch. Hallo, liebe Traumrufer und Existenzgründe. Okay. Hier kommt euer Nightreel. Das hätte ich gerne. Hallo, liebe Traumrufer und Existenzgründe. Ja. Hier kommt euer Nightreel. Oh, fuck yeah. Hallo, liebe Traumrufer und Existenzgründe. Ja. Hier kommt euer Nightreel. Vielen Dank für die kleine Info. Ja, das ist das Schlimme. Wenn man einmal das anfängt, diesen Glückskeks-Gurus zu folgen, dann wird einem der ganze Schrott in die Timeline reingespült. Ich habe da noch wahnsinnig viel mehr von. Aber wir wollen uns wieder um ihn kümmern. Den einzigartigen, den liebenden Familienvater, den Björn, der nichts anbrennen lässt, vor allem, falls es nicht die eigene Frau sein sollte. Wie war sein Wochenende so? Erstmal war er hier, glaube ich, auf einer, keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher Pride Month gerade ist, oder sowas, Alter, aber geile Arme, Mann, bist du durchtrainiert, das ist ja wirklich sensationell, du bist auch ein geiler Typ, Björn, du bist ein geiler Typ, du bist so geil, nach dem Wichsen klopfst du dir selber auf die Schulter und sagst, das habe ich wieder gut gemacht und dann sagst du, nein, das hast du gut gemacht, nein, das habe ich gut gemacht, nein, das habe ich, okay, das habe ich gut gemacht, nein, haben wir beide gut gemacht, glaub einfach an dich selbst, das ist das Wichtigste, was man einfach haben sollte und das Wichtigste ist auch, immer auch mal so komplizierte Videos aus dem Ausland auf Deutsch zu übersetzen, weil halb geklaut ist gut veröffentlicht. Wie zum Beispiel dieses hier, eines meiner Lieblingsvideos, was ich auch in diversen Foren schon gesehen habe, aber es ist wirklich ein Knaller. Holt schon mal eure 20-Euro-Scheine raus oder wenn ihr nicht ganz so viel habt, eure 5-Euro-Scheine, denn es geht um das, was ihr wert seid und hier ist das Video dazu. Es ist auf Englisch, aber keine Angst, wir kriegen gleich die deutsche Übersetzung.
would like this $20 bill? Ich! I'm gonna give it to one of you, but okay. First, let me do this. What? Warum zerknüllst du das? Ich will's immer noch! Ich! Was ist damit? What if I do... Was machst du damit? What if I do this? Nein, nicht kaputt treten. And who wants it now? Ich will es immer noch haben. My dear students, I just showed you a very important lesson. Und zwar, no matter what I did with this money, you still want it because it's never lost its worth. Ja, es hat nie den Wert verloren. Okay, es sind immer noch $20. Many times in our lives when we feel like life is das Leben ist schwer, wir werden zusammengeknüllt. Wir machen schlechte Entscheidungen. Okay, und das. Ja, wir fühlen uns selbst wertlos. Aber? Nein, niemals darf man vergessen, dass man was wert ist. Du bist dir selbst nicht genug. Mal angenommen, ich habe keine $20, ich habe nur 5 Euro. Was mache ich denn dann eigentlich am besten? Eine Frage. Willst du diese 5 Euro haben? Ja, und ich möchte auch die Klaviermusik dazu. Du willst diese 5 Euro haben? Gerne. Okay. Was ist damit? Hey! Nicht kaputt machen, das habe ich doch eben gesagt. Willst du jetzt immer noch haben? Ja, würde ich. Jetzt. Du willst sie immer noch haben? Nicht drauftreten. Okay. Nicht drauftreten. In den guten Sandalen. Und jetzt? Was ist damit? Willst du sie immer noch haben? Ja, würde ich nehmen. Du willst sie immer noch ja, haben? Ja, will ich. Warum? Weil sie sich nicht verändert. Der Wert. Genau. Der Wert des Geldes. Genau. Du weißt ganz genau, dieser Schein ist immer noch 5 Euro wert. Du weißt ganz genau, du kannst rausgehen und die Dinge kaufen dafür. Genau. Und bei dir und bei mir ist es genauso. Viel, aber ich kann was kaufen. Weil manchmal haben wir das Gefühl, das Leben zerknüllt uns. Manchmal haben wir das Gefühl, wir liegen am Boden. Manchmal haben wir das Gefühl, Menschen kommen und trampeln auf uns und unseren Gefühlen herum. Und was passiert dann ganz häufig? Ich bin trotzdem wir vergessen unseren Wert. Wir fühlen uns weniger wert oder sogar wertlos. Ja, das ist aber nicht der Fall. Aber bitte denke daran. Woran? Der Wert des Geldes hat sich nicht verändert. Gar nicht, ne? Und das nächste Mal, wenn du vielleicht traurig bist, wenn du am Boden liegst, was mache ich denke dann? Daran, dein Wert als Mensch kann sich auch niemals verändern, okay? Ja, kommt drauf an, wenn man ehrlich ist, dann kann sich der Wert schon verändern. Aber es ist super gut geworden, Bjorn. Klasse, weiter so. Ich habe ein gutes Gefühl, dass ich noch ein paar Videos auf Lager habe, wo es noch geiler ist bei dir. Aber du bist einfach einer, der abgeschaut hat. Denn wer hat es als erstes erfunden? Richtig, Dalai Lama. Willst du diesen 30-Euro-Schein haben? Du weißt, dass es gar kein 30-Euro-Schein ist. Willst du 20 Euro haben? Ich habe gerade nur 5 Euro dabei. Warum nur einen 5-Euro-Schein? Im Original sind es auch $20, du Vollidiot. Willst du sie haben? Willst du sie haben? Willst du sie immer noch haben? Ist gut, wenn man so einen Moonwalk kann. Wrestling Move? Stark. Willst du 20 Euro haben? Ja. Dann geh zum Automaten und hol dir dein eigenes Geld. So, das ist meine Auflösung. Das Video gibt es natürlich beim Real Dalai Lama nochmal zum Teilen und Spaß haben. Aber persönliche Nachrichten von dir, das finde ich ja super. Ich weiß, du bist ja mittlerweile Fan vom Dalai Lama, du guckst dir ja die ganzen Stories an. Aber du hast natürlich auch schon mir selber geschrieben, und zwar das hier. Du warst Killer, Hammer, damals 2019. Was habe ich gemacht, Sensationelles? Ich war bei der Aufzeichnung von Mord mit Ansage unter anderem mit Kaya Jana und du hast da lachend im Publikum gesessen und dich unfassbar scheckig gelacht über mich. Ja, da bin ich hinten im Bild. Super, oder? Ja, da war ich der Killer, da war ich der Hammer. Du warst ja gerade kurz davor, dein neues Buch rauszubringen. Und ja, dann kam halt 2020, es kam Corona, aber du bist ja ein legendärer Podcaster, du hast ja super geile Podcast-Ideen immer. Und was hast du gemacht? Du hast mir einfach mal geschrieben und mir eine Sprachnachricht geschickt. Und die ging so. Hi Olli, ich hoffe, dir geht's gut. Ja. Ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Nein, jetzt schon. Ja, was heißt, ich hoffe, dir geht's gut. Ne? Ich hoffe, euch geht's jetzt besser und besser auf jeden Fall, dir und Amira. Ja, und, wir hatten beide Corona. Ich finde es gut, dass du so viele wichtige Messages raushaust. Selbstverständlich. Also ich bin ja auch drauf und dran, immer so ein bisschen Mehrwert zu stiften für die Menschen. Ne? Total. Und deswegen zuerst meinen neuen Podcast. Oh, geil. Jetzt, alle möglichen Leute wen quasi interviewt. So? Also mach mal Name-Dropping. Über Leute, Sportler, Wieland Jaylan, Jason Dienstag.
Super. Und aber auch irgendwie alleinerziehende Mütter und so. Ach, alleinerziehende einfach, Mütter. Bock hat, mit mir gemeinsam eine kleine Message in die Welt zu hauen. Super wichtig, und, eine Message. Ja, ich würde mich mega freuen, wenn du auch dabei wärst. Also, das ist halt ein Skype-Interview im Prinzip. 30, 40 Minuten und die Zeit sollte man haben. Meine Kanäle so ein bisschen promoten. Ah, super. Und, das hilft ja. Ich weiß nicht, ob du Bock hast, ob du Zeit hast. Also, Zeit hast du ja. Also, wenn, dann wäre es nur der Bock, den du bräuchtest noch. Und ja, wenn du Lust hast, lass uns doch kurz drüber schreiben, quatschen. Meine Antwort, vielen Dank, aber keine Lust, nicht sauer sein, vielleicht in 1 bis 2 Wochen. Er sagt ganz selbstlos, ja easy, gute Genesung, weiterhin euch beiden. Irgendwann hat er mal Bock auf Amira gehabt und hat einfach den Podcast mit ihr versucht aufzunehmen. Ist das nicht sensationell? Ist das nicht eine tolle Geschichte? Wie nennt man Leute, die sowas machen? Ah, ich weiß es. Du bist für Ärger bekommen. Du bist für ein Fanboy. Du Fanboy. Du fährst mit der, weil du mich erkennst. Du fährst mit der, weil du mich erkennst. Du Fanboy. Das ist deine Arbeit. Heute steht an hier. Du Fanboy. Ja, du hast deinen Job. Du hast mich erkannt, weil ich schwer bin. Ja. Hast du mich erkannt, Bion? Wusstest du ganz genau, wer du bist? Du bist Fanboy. Aber jetzt mach ich dich fertig. Ist das nicht gar kein Problem, oder? Aber mit deiner Fanboyschaft, du hast übrigens bei ganz vielen Kollegen immer in die Timeline reingeschrieben, habe ich mal so ein bisschen nachgehakt. Ich habe jedem gesagt, guck mal rein, ob der Bion dir geschrieben hat. Fast jeder hat gesagt, oh, guck mal, der Spinner hat mir auch geschrieben. Aber am Ende hat es ja gereicht. Du hast ja deine Fanboyschaft irgendwie so ein bisschen zusammen und du bist ein Wahnsinnssänger und hier hast du es uns präsentiert. Das Ding ist nach hinten losgegangen. Und wie sehr das nach hinten losgegangen ist und wie es ganz genau mit Amira losgegangen ist und ganz viele andere Fragen, die beantworte ich dir hier demnächst wieder bei Schlechte Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich schätze so in 86.400 Sekunden. Wie viel ist das eigentlich in Euro? Wir werden es rausfinden. Also ich weiß ja nicht, wie ihr es seht. Ist das jetzt peinlich oder nicht? Ich würde schon sagen, es ist so ein bisschen peinlich, wie er ihn angeschrieben hat. Ich finde es nicht verwerflich, wenn man jetzt jemanden anschreibt, wie will man sonst jemanden kennenlernen oder in Kontakt treten. Und ich finde es auch überhaupt nicht falsch, dann auch zu sagen, ey, ich hätte irgendwie Bock, was zusammen zu machen. Dann kann man auch gleich mit der Sprache rausrücken. Allerdings so auch gleich als Opener das mehr oder weniger dort so vorzuschlagen, dass das ja auch für ihn dann auch für seine Reichweite ganz gut wäre und er ja Zeit habe, ja, es geht ja nur noch darum, ob er jetzt Lust hat, ist halt irgendwie auch so ein bisschen, also er schränkt schon die Antwort des Gegenübers so ein bisschen ein, indem er das so formuliert, versteht ihr, was ich meine? Also im Prinzip dann jemanden zu fragen, ja, hast du Lust mit mir zusammenzuarbeiten, ist ja überhaupt kein Problem, aber dann zu sagen, ja, Zeit hast du ja jetzt gerade, geht ja jetzt eigentlich nur noch darum, ob du Lust hast. Finde ich halt schon irgendwie peinlich und unangenehm. Und ja, manche, und das ist eine Methode von diesen Leuten, ja, können ja nicht Nein sagen. Und ich muss auch sagen, mir fällt sowas auch immer ein bisschen schwer. Und ich habe das aber in den letzten Jahren immer mehr dazu gelernt, auch zu sagen, nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf oder ich habe jetzt einfach keine Zeit oder auch keine Lust oder ich finde diese Anfrage schon dreist. Ich habe da auch schon einige sehr merkwürdige Sachen erlebt, ja, wo ich dann auch gesagt habe, mein lieber Scholli, so nur nicht. Ja. Mittlerweile kann ich das ganz gut. Olli hat ja dann auch freundlich abgesagt. Das ist auch das Beste, was man da machen kann, dass man einfach sagt, nee, passt jetzt gerade nicht in so einem Fall. Aber eigentlich hätten die dann auch viel drastischere Worte verdient, wenn man Leute schon so einschränkt und auch bewusst bemerkt, wie diese Leute dann auch andere anschreiben beziehungsweise auch vorgehen, indem man dann quasi die Antwort denen schon vorgibt. Ja, weil geht ja nur noch um die Zeit, die man sich dann nehmen muss, weil die Lust, die Zeit hatte er ja, ja, ganz automatisch. Man weiß ja auch nicht, ob er vielleicht noch keine Zeit hat. Na gut, so sind die Leute und von daher fand ich es auch ganz gut, dass er uns das jetzt mal gezeigt hat. Lustig ist, dass dann im Nachhinein dann Amira Pocher bei ihm gelandet ist im Podcast und das ist ja offiziell so, dass die mal zusammen aufgenommen haben. Beide hätten es, denke ich, auch nicht in den Recall geschafft, Amira auf jeden Fall nicht und er war jetzt auch nicht so dolle. Vielleicht heutzutage bei der Staffel 30 bei DSDS passt das dann vielleicht schon wieder, aber so generell, ich weiß ja nicht. Wie seht ihr das ganze Thema jetzt? Sagt ihr, nee, das war mir jetzt doch irgendwie ein bisschen too much, jetzt auch eine private Nachricht da zu veröffentlichen und diese Kontaktaufnahmen? Oder sagt ihr,
Nee, das war jetzt endlich mal richtig und wichtig, dass er uns das auch aufgezeigt hat, wie Björn anscheinend auch bei Oliver Pocher es versucht hat, ja, in Kontakt zu treten und natürlich auch von ihm zu partizipieren. Denn ein Oliver Pocher hat enorm viel Reichweite. Wenn ich jetzt Videos mit ihm machen würde, dann hätte ich auch bei Instagram relativ schnell wahrscheinlich 50 oder 100.000 Follower. Und das geht dann recht fix. Ja? Also ihr seht ja auch, der Account von The Real Dalai Karma hat schnell die 100.000 erreicht und wird wahrscheinlich die nächsten Wochen die 200.000 erreichen. Also es geht wirklich ratzfatz bei so einer Reichweite. Und ist ja auch durchaus ganz interessant, wie ich finde, wie schnell das dann geht und wie da auch vorgegangen wird hinter den Kulissen von den Leuten. Das soll es dann für heute noch nicht gewesen sein, aber ihr könnt auf jeden Fall bei der Bildschirmkontrolle noch weitere Videos in der Playlist gucken oder jetzt bei der Endcard die letzte euch reinziehen. Oder um 12 Uhr wieder einschalten, da geht es dann nämlich hier weiter und das verpasst ihr nicht, wenn ihr Abonnent seid und die Glocke gedrückt habt und mir auch überall folgt, dann seid ihr ganz sicher, dann kriegt ihr es auf jeden Fall mit, denn dort geht es auf jeden Fall nochmal ans Eingemachte, da ist Sebastian Panik Thema und ich kann euch sagen, das wird heftig. Bis dann und ciao, ciao.